Hallo, herzlich willkommen. Da sind wir wieder beim Ark und Bleib wir. stehen, du! Ja, ich sag schon gar nichts mehr. Die sind sich da schon wieder am Kämmeln. Ich musste doch die Gasmaske nehmen. Ja, hallo und moin moin. Hier hast du Gasmaske. Okay. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier machen. Ich habe hier jetzt in die zwei Schränke schon mal den fertigen Dünger getan, ne? In den einen zumindest. Ich nehme an, da wird noch einiges kommen. So, dann hole ich schnell nochmal. Oder wollen wir die Höhle besuchen gehen jetzt? Endgültig erstmal. Endgültig und sofort. Ja. Ja, kein Moment. Warte mal, dann müsste ich leider auch die Sachen wieder raus. Das kommt da rein. Das kommt dort rein. Huch. Ach, jetzt habe ich hier 1 Million Tonnen Scheiße. Schmeiß die doch. Ne, die sind alle voll. Ja, die Und schmeiß sie weg. mache ich gleich. Wir haben in echt die Kisten bei mir sind auch voll inzwischen. Das war Leder. Da habe ich noch etwas Chitin. Ach, hier sind noch drei. Na, Kopern habe ich noch. Brauchst du denn jetzt noch ein Narkosemittel? Nein, nein, alles gut, danke. Ich hätte sonst noch 45, sehe ich gerade. Erstmal alles gut. Ich wollte nur so ein paar Spezialpfeile machen für die Flinte, weißt du? Astro, okay. Sollte mir vielleicht. Nee, die werde ich mal behalten. Ach, ich habe auch genug Munition dabei. Ich glaube, die lasse ich in dem Fall hier. Ja, die lasse ich hier. Die bleibt hier. So, die Ach, da nehmen wir fehlen jetzt die mit. Metallbarren für. Naja, ist gut. Okay. Ich habe noch genug Metallbarren. Ja, oben im Ofen sind ja welche. Ja, da Ich müssen komme. mehrere hunderttausend Stück sein oder so. Wie viel genau weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall eine ganze Menge. 2, 4, 5, das ist die Nummer hier. Das sind 100 Stück. Okay, ich glaube, den Revolver muss ich nochmal reparieren. Ah ja. Was? Was eierst du? Ich wollte nur mal in mein Schlafzimmer gucken. Warte mal, reparieren konnte ich Bist ja doch sehr hier. zeigefreudig, muss ich dann feststellen. Was bin ich? Ja. Zeigefreudig. Warum nicht? Ich dich angezogen, bitte. Du wolltest dich doch nur noch Meinst nackt reinlegen. Nein. Jetzt Und brauche die ich deine ganzen ja. Sachen in den Schrank tun, damit du nicht wieder schlafwandelst und irgendwo beim Misthaufen von Spock Das war nicht der Misthaufen, das war der Futtertrog. Der stinkt genauso. Oh, warte mal, da muss ich danke. Oh, der Ofen ist aus. Warum ist der aus? Ja. Ah, oh, alles fertig. Boah, wo ist das ganze Metall geblieben? Habt ihr schon was rausgenommen? 200 noch was hatte ich rausgenommen. Ach so, okay. Ja, da müssen wir wieder was mitbringen. So, mal gucken. Ich halte hier das mal ein Teil packe ich. Ne, es geht gar nicht wieder rein. Der ist aus. So. Dann packen wir das. Oder es kann sein, dass das auch hier drin.
Wie schnell vermehren sich denn jetzt die Dodos? Die sind alle verliebt. Weh weg. Dummdödel 5. Hau ab. Nein, du kommst hier nicht raus. Mach ich nochmal zu nennen. Dummdödel 5, du sollst da reingehen. Nee, hier konnten wir das, glaube ich, herstellen. So, mal schauen, da fehlt noch Stein. Ja, das geht. Super. Nenn ich. Achso, sind immer. Warum komme ich denn jetzt hier nicht rein? Bin ich doof oder was? So. Die wollen mich nicht reinlassen. Ja, wenn ihr nichts zu fressen wollt, dann bleibt bald da. Fertig. Gulle, 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 gulle. Was tust du sonst so? Hauen die App? Deswegen ja. Na. Na, geht so. Ja. Ja. Huch. Wieso ist die Kiste jetzt hier vorne? Die quillen ja bald über. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Wo hast du meine Futterkiste? Da hinten. Hier ist sie. Ist ja gleich schon wieder leer fast. Na, na, im Moment sind sie, glaube ich, gesättigt. Gulle. Ich schmeiß mit Dings. Nur mit Dodos. Leck. So, ich wollte irgendwas machen. Jetzt habe ich den Faden voller Dodo. Dann habe ich 100 Stück. Das packe ich jetzt erstmal da rein. So, Putenzüchter Spock ist jetzt vor Ort. Und von oben sieht das aus. Die quellen ja bald oben drüber. Wenn die sich proportional vermehren, mein lieber Mann, du, dann haben wir aber. Gut, dann ist der Käfig zu klein. Wo habe ich denn jetzt die Waffe hingetan? Wo ist das liebe Mannilein? Der ist bei den Dodos, glaube ich. Ne, da war ich ja gerade. Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Ich bin oben beim Kühlschrank. Ah, okay. Da. Da ist sie da. Ich wollte sie. Achso, ich wollte hier die Teilbahn da rein tun. Oh, jetzt müsste es gehen. So. Wo schmeißt ihr denn jetzt die Scheiße hin? Einfach weg. Was hast du? Hast du was für mich? Ah ja, gut. Danke schön. Bitte schön. So, lass ich jetzt erstmal. Perfekt. Dann muss ich irgendwo die Scheiße hinschmeißen. Ich glaube, die schmeiße ich mal hier hin, die Scheiße. Oh, weil Emma kann gut, Manuela kann nämlich gut, Manuela, ja genau. Was kann die Farm? Saatgut. Ach so. Okay, Leute, ich wäre bereit für eine Tour. Und ich bin gleich von Scheiße zugedeckt. Wo stehst du denn? Immer noch bei den Dodos? Nee, ich bin jetzt oben hinterm Ofen. Und versuch mal eine ganze Kacke loszuwerden. Also mal angucken. Halt! Irgendwas Falsches weggeschmissen, Kacke.
Da ist ein Paket dabei. Warte, ich guck mal, was du da hast. Ja, da habe ich einen Bauplan. Ein Sattel irgendwie, einen Bauplan, ja. Ich nehme den mal raus. Ja. Bauplan für Diplodocus oder so. So. Guck, da oben ist was. Ich komme sofort wieder. Ich muss nur kurz gucken, ob ich da hochkomme. Bauplan kannst du behalten. Den schenke ich dir zu Weihnachten. Okay, danke. Weihnachten. Na, ich will da hoch, Mensch. Was soll denn das hier? So. Muss ich extra den Umweg gehen. Gut, dass ich so schnell wetzen kann. Ups. So, und wieder die Figuren. Und vor allen Dingen Strom. Strohdings. Oh Mann. Kriegen aber auch immer einen Schrott. Ja, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du da schon nachgeguckt hast. Ich habe nichts gefunden, was das, was mir da eine Info so gibt. Geguckt habe ich schon, aber ich wüsste jetzt nicht genau, wo. Mein Lootbox hieß das oder sowas. Nee, da habe ich nichts. Auf Valguero hätten wir das auf 10 oder sowas. Ist der Schrank auch noch wieder voll? So bin ich den Schrott zerlegen. Ach, dann schmeiß ich das jetzt weg. Das ist jetzt auch egal. Ich will jetzt endlich los, Leute. Was ist mit euch? Wollen wir los? Irgendwie bin ich gerade verwirrt, aber ist egal. Ich bin ja immer verwirrt. Ja, wie spät ist es? 11? Ja, können wir los. Wie fliegen wir dahin mit unseren Agantavis? Bitte? Würde ich sagen, ja. Schon wieder fliegen? Wir können auch laufen. Von der Welt. Wir können auch laufen. Wir können mal unsere Dinos reiten. Ja, genau. Welchen nehmen wir denn? Ich weiß schon, welchen ich nehmen würde. Welchen denn? Ja, Baryonyx, ne? Ich nehme auch mein Bari. Na, Anna, kommst du ein bisschen in Bewegung? Ich glaube, du bist schon ganz gut gelevelt. Ein bisschen mehr Gewicht kannst du noch vertragen. Gesundheit hast du genug. Kampfkraft brauchst du noch. So. Dumm. Ja, wollen wir los? Enterhaken habe ich nicht. Baryonyx hast du doch gemeint, ne? Spocky? Baryonyx meinte er, ja. Also ich meine was anderes, aber... Ja, was meinst du denn? Meinst du hier den großen, und den Sammeltransporter, den Bus? Nö. Welchen willst du denn nehmen? Oder den großen Flieger? Ich nehme meine Black Beauty. Black Beauty? Wo ist Black Beauty? Ach, den T-Rex. Jo. Ja, ich habe ja kein T-Rex. Wir haben ja genügend andere Viecher noch. Ja. Aber ich glaube, beim Bari ist... Aber da an der Küste, da ist doch viel Wasser, ne? Da. Ja, wir laufen mal eh am Wasser lang. Also ich glaube, der Bari wäre für mich das Beste da. Der Bari, ne? Ja, bis wir ich da... Ich weiß nicht, dass ihr die Dinger nicht nehmen sollt, also... Ne? Ich meine nur, bis wir da an der Halbinsel sind... Ab, schnapp. So, ich bin unterwegs, ich gehe jetzt. Ja, wo willst du hin? Ja, zu der Höhle. Da. Ja, links rum. Ne, wir müssen nach Norden, nach Nordosten. Ja, unten an der Küste lang wollte ich. Nee, nicht an der Küste lang. Wir müssen. Warte, ich sag dir, wohin wir müssen. Nach Osten müssen wir. Nee, wir müssen. Wenn das die Höhle ist, wo du hin willst. Nach Osten? Ja. Und sag ich doch. Unten rechts auf der Karte. Ja, Osten, sag ich doch. Ja. Ja. Deswegen gehe ich unten an der Küste lang. Achso, du bist da. Nee, wo bist du denn jetzt? Unten am Tor. Guten Tag. Und der letzte macht das Tor zu. Ich weiß ja nicht mal, wo ihr seid, an welchem. Fängt ja wieder gut an hier. So, da bist du doch richtig. So.
Ja, können die beiden nicht wieder um den Strahl kloppen? Hey, war wohl nix. Wann macht der ein Radau? So. Lass den in Ruhe. Ui, was war das denn? Tralali, tralala, tralala, hupsasa. Oh. Da kommt ein Hai geschwommen. Oh oh, einer mit dem Rot. Ui. Wollte den alleine machen? Oh, den haben wir. Nee, immer noch nicht, ne? Ui, ui. Wo ist er? Wo ist er? Ah! Scheiße! Jetzt habe ich wieder diese verdammten Dinger. Hilfe, Leute! Tiraderia! Tira ja, was? Tritratrullala kenne ich nur. Dinger. Ich kenne nur Tritratrullala. Nee, kommt und helft mir mal bitte. Ich ja, kann nicht sind wir schon da. Oh, ich sterbe, ich sterbe. Ich hab geschossen. Wo? So. Ah. Anna, komm, wir müssen weg hier. Gar nicht. Oh, scheiße, ich kann mich nicht bewegen. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich brauche Luft. Luft, Luft. Hilfe. Hey, ich fächel dir ein bisschen was zu. Moment. Oh. Scheiße. Ich finde das auch noch lustig. Ich sterbe und ich finde das lustig. So, alles gut. Bin wieder an Land. Kannst hochkommen. Ich habe doch nicht so viel Luft. Wollte ja eigentlich auch gar nicht tauchen. Selber schuld. Ja, was soll ich da machen? Ich muss doch übers Wasser. Ja, yeah, dass du nicht so viel Luft hast. Ach, alles gut. Jeden das seine. Dafür habe ich etwas mehr Tragekraft und du nicht. Dafür habe ich meine Dinos. Ich will aber auch mal ohne Dino rum. Ja, ich sag ja schon nichts mehr. Da brüllt er mich doch real. Jetzt ist mein Bari sogar aufgestiegen. Das muss ich doch mal gleich ändern. Komm her, ich muss dir meinen Bauch kitzeln. Was hast du denn da alles wieder? Ach, du brauchst das doch alles nicht, Bari. Hier, du bist ein Fisch, der schmeckt lecker. So viel brauchst du gar nicht. Der Nahkampfschaden ist noch zu niedrig. So. Ja, die Knideria sind wirklich nicht gerade gerade leicht zu besiegen. Wo bist du denn jetzt? Wollen wir jetzt hier rechts an der Küste lang, Leute? Ich gehe immer Richtung Osten. Ja, bin jetzt bei der jetzt bei der dritten Insel. Ich werde mal hier rüber rennen und mal vorne ins Wasser hupen. Hupen. Jo, ich hupe. Gehupft. So. Ich weiß nicht, bin ich jetzt bei der dritten? Jo, da hinten läuft so ein riesen fetten Arsch mit zwei Beinen rum. Oh, warte mal. Ja, Lord, Polymer, deswegen. Ist denn unser Manni auch hier, unser Bossmann? Ja, klar, den habe ich gerade überholt und angebrüllt. Ah! Warum hüpfst du denn? Weil ich ein fröhlicher Mensch bin. Tralali, tralala, tralahopsasa. Hopp, den haben wir. Ja, die haben Chitin oder so. Deswegen machen wir das. Ins Wasser hüpfen ist immer gut.
Yippie! Ups. Ich glaube, hier war noch eine Kiste. Irgendwo hier vorne muss noch eine Kiste sein. Ah, hier ist sie. Ammonite-Dossier. Aha. So, das habe ich aber, glaube ich, schon. Wenn auch nur im Solo. Und hier ist noch eine Kiste. Das ist Salmon-Dossier. Saber to Salmon. Jawohl, haben wir auch schon. Eine dritte war hier, glaube ich, nicht auf der Insel, ne? Oder? Warte mal, hier vorne war ich wüsste. War hier vorne nicht da irgendwas? Das ist ein toter Fisch. Gehe ich jetzt aber nicht hin. Wollen wir uns mal irgendwo wieder zusammenfinden? Ich bin bei dir in der Nähe. War ja, ich habe dich da hinter mir irgendwo gesehen. War gerade noch knapp hinter dir. Aber ich sehe den T-Rex nicht mehr, den großen. Ich glaube, den haben sie gefressen. Au, den haben sie gefressen. Ich bin mal gleich bei der Höhle, gehe ich davon aus. Warte doch auf uns. Unsere Tiere sind nicht ganz so schnell. Die haben nicht so große, lange Beine. Ja, da machst du viele kleine Schritte. Genau. Wenn du weißt, du bist langsam, musst du schneller machen. Immerhin, die Kampfkraft, die stimmt schon. Zumindest bei den... ein bisschen. Zack, mit einem Haps weg. Ihr müsst praktisch auf die letzte große Halbinsel, ne? Ja. Ja. Gegenüber von der Pflanzenfresserinsel. Ja. Oh, wo bleibt die denn? Bin gleich bei der Pflanzenfresser. Ich bin schon da. Also ganz auf die Ostseite bitte. Von der Karte meine ich. Können wir aus dem Weg hoch. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Ich bin der Krümelmonster. Ich mach lauter Krümel. Ey, was ist da denn los? Ey, ein fliegender Dino.
Ja. Die haben sie aber sehr sanft abgesetzt. Aber sowas von. Damit er sich bloß nicht wehtut. Ja, das sind zarte Geschöpfe. Ja, vor allem die ganz großen. Der ist aber auch wirklich sehr groß. Ja, das ist ein Giganto. Aber den kann man hier überhaupt nicht mehr bändigen. Gibt es überhaupt einen Sattel für? Ja. Ob man den fressen kann? Wen kann man fressen? Den großen. Klar, den kannst du zähmen und ich glaube, ich verdufte lieber. Ja, ich bin hier, du schwerfälliges Tierchen, du. Aber ist das jetzt nicht, so einer wie die? Nur etwas größer? Ja. Na, dann hätte ich die ja gar nicht beißen brauchen. Na gut. Das war sehr wohl. Was ist mit dir los? Soll ich dir wieder ins Wasser schubsen? Komm. Geht aber nicht. Ich kann dich leider nicht reinschubsen. Ja, genau. Hier die Höhle, mein Tisch. Au, Mann. Da wird man ja taub von. Ja, dein großer passt auf keinen Fall da rein. Ich würde sagen, wir stellen unsere hier ab. So. Also ich würde da jetzt auch nicht reingehen mit dem Tier. Bleib du schön hier. Ich muss mal gucken. Ich könnte dem ein paar Sachen reinschmeißen. Bis auf die Nasmaske. Brauche ich die Teile. Fackel nehme ich mit. Und das nehme ich mit. So, dann eine. Oh, ich habe ein Alpha-Megalodon-Flosse. Aha, als Trophäe. Ja, cool. So, wie viel Gewicht habe ich jetzt noch? 163. Was hast du denn wieder gemacht, du? Gar nichts. Ich piekse dich, du, das sag ich dir. Ich piekse dich ganz platt, du. Jetzt habe ich dich in den Hintern gepiekst. Oh, Mann. Der blutet. Manni, wo bist du? Müsste eigentlich so ziemlich in der Nähe sein, bei den Riesentiechern jetzt. Ja, noch ein Stück weiter hoch. Also den Strand jetzt, dem Oststrand hier so ein bisschen hoch. Mhm. Also nach Norden praktisch hoch, am Strand lang. Immer am Strand lang. Hey, wer bist du denn? Seid ihr schon auf der anderen Seite vom Fluss? Nein, nicht auf die andere Seite. Ich komme zum Giganto-Dingsbums gelaufen. Ja. Ich bin nur nicht in die Nähe. Ich weiß nicht, ob der immer. Oder die haben ja Erbsengehirn. Ich glaube, der hat ein Erbsengehirn, ne? Haben alle Dinos. Ja, jetzt muss ich noch mal gucken. Ich bin ja praktisch am Ende der Bucht. Bin jetzt genau in der Biegung von der Bucht oben. Ja, wo bist du denn? An der Biegung von der Bucht. Bin genau in der Bucht. Auf dem Kreuz praktisch.
falsch. Da ist ja die Bucht. Ja. Und da am, genau am Ende, in der Biegung. Du musst auf die andere Seite. Also doch auf die andere Seite. Ja, ja. Ja gut, ob wir uns da gleich wiederfinden, ihr Lieben, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir sagen einmal Tschüss, macht gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Gut wäre, Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe nette Kommentare, konstruktive Kritik. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in der Höhle wieder. Also, tschüss. Tschüss.